Er war einer der exzentrischsten Künstler des 20. Jahrhunderts, Joseph Beuys. Die Kunst des Deutschen war und ist kaum einzuordnen. Der Mann mit Filzhut und Weste bekleidete Museumswände mit Fett, überzog sich selbst mit Honig und Gold, lebte in einer New Yorker Galerie einige Tage mit einem Kojoten zusammen. Er hat fasziniert und begeistert, aber auch wütendste Reaktionen provoziert. Anlässlich seines 100. Geburtstags in diesem Jahr ehrt ihn die Staatsgalerie Stuttgart mit einer großen Ausstellung. Ich bin gar kein Künstler. Es sei denn, unter der Voraussetzung, dass wir uns alle als Künstler verstehen, dann bin ich wieder dabei. Sonst nicht. Er wollte nicht Künstler sein und wurde doch einer der weltweit einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts, Joseph Beuys. Zu seinem 100. Geburtstag widmet ihm die Staatsgalerie Stuttgart eine Schau und will wissen, was sagt uns dieser Mann heute noch? Die Hinterlassenschaft von Joseph Beuys ist ungemein facettenreich. Da ist der politische Beuys, in der Tat hat er schon sehr früh sich mit ökologischen, basisdemokratischen Fragestellungen beschäftigt. Das Spannendste an Beuys ist, dass er das Nachdenken über Kunst verändert hat. Kann Kunst Revolution? Das fragt Joseph Beuys. Die Staatsgalerie besitzt einen der letzten Räume, die der Künstler selbst eingerichtet hat. 1984. Nicht einmal die Wand wurde seither gestrichen. Im Zentrum typisches Beuys-Material. Bienenwachs. Filz, Metall, Batterien. Für ihn fließt hier Energie. Dahinter steckt eine ganz eigene Philosophie, die davon ausgeht, dass es eine geistige Welt gibt, die ja sehr stark eben bemüht ist, wieder Spiritualität in unser alltägliches Leben zu bringen. Und dass es ihm immer darum geht, dass es eine Unsterblichkeit der Seele gibt. Was wollen Sie? Ich will Was das wollen? Bewusstsein der Menschen erweitern. Ich will es vor allen Dingen ausweiten auf die reale politische Situation. 1982. Beuys provoziert. Sein Land, die bundesrepublikanische Gesellschaft. Er schmilzt eine goldene Zarenkrone ein, formt daraus einen Friedenshasen. Ein Skandal. Der Hase als Symbol der Auferstehung. Daneben die Kreuzigung von Beuys mit zwei Blutkonserven. Werke wie diese machen ihn zum bekanntesten, aber auch umstrittensten Kunstschaffenden der BRD. Schon 1984 hängt Beuys in seinen Stuttgarter Raum ein Werk von Andy Warhol. Beuys und Warhol. Trotz großer Unterschiede gibt es eine gegenseitige Anziehung der Weltstars, zweier ungleicher Brüder. Wie viel Neues gibt es zu entdecken, 100 Jahre nach der Geburt von Joseph Beuys? Inzwischen wird auch Kritik immer lauter an Beuys fehlender Distanzierung von nationalsozialistischen Vertrauten und Wegbegleitern. An den falschen Mythen, die er um sich selbst strickte, wie er die eigene Biografie umschrieb, an seinem Auftreten als Heilsbringer, als Prophet. Dennoch, Beuys bewegt. Kann es sein, dass einer wie er uns heute fehlt? Das ist ja der Satz, weswegen ich so oft ausgelacht werde. Ja, ja. Kann Plastik die Welt verändern? Ja. Bei mir ist jetzt Maike Krüger aus unserer Kulturredaktion. Maike, zu Lebzeiten hochumstrittene Künstler wie Beuys werden ja oft dann, wenn sie tot sind, milder beurteilt. Gilt das auch für ihn? Ja, unbedingt. Also es wird jetzt zu seinem 100. Geburtstag, werden Ausstellungen deutschlandweit organisiert. Er ist ein richtiger Tourismusmagnet, so es denn jetzt zu Corona-Zeiten überhaupt möglich ist. In Düsseldorf gibt es sogar eine Radtour auf den Spuren Joseph Beuys. Also ich glaube schon, dass das sehr, sehr mild und viel milder beurteilt wird als damals. Also diese Provokation, die das damals ausgelöst hat, das kann man sich heute vielleicht nicht mehr vorstellen. Wenn wir uns heute seine Kunstaktionen anschauen, dann wirken die schräg, etwas aus der Zeit gefallen. Die Provokation, was die Leute so wütend gemacht hat, das kann man vielleicht so nicht mehr nachvollziehen. Aber er hat halt einfach mit diesem traditionellen Bild des Künstlers gebrochen. Er hat so gesehen nichts erschaffen, er hat keine Bilder gemalt, er hat keine Skulpturen geformt, sondern er hat diese schrägen Aktionen organisiert, wo ihnen dann auch hinterher eigentlich völlig egal war, was die Leute darüber gedacht haben. Und das hat die Menschen wirklich wütend gemacht, weil sie es einfach auch nicht
verstanden haben. Also ist ja auch klar, in den 60er Jahren, da war das Kunstverständnis natürlich noch wirklich ein hübsches Bild an der Wand und ordentlich. Ne? Aber auch später, glaube ich, hat er, für ihn ist quasi dieser Spruch erfunden worden, ist das Kunst oder kann das weg? Wir erinnern uns vielleicht an diese Putzkräfte, die einfach nicht erkannt haben, dass das jetzt Kunst sein soll und Fettecken weggeschrubbt haben, Badewannen, die er mit Filzresten und Pflaster ausgestattet hat, gesäubert haben in Museen. Genau, also ihn aber auch jetzt wirklich in Gänze zu verstehen, ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Kann er denn heute einer jungen Künstlergeneration noch etwas sagen? Oder ist er wirklich 100-Jähriger, irgendein alter Mann? Nein, ich denke nicht. Also er stand ja wirklich dafür, alles in Frage zu stellen. Das ist etwas, was unbedingt inspirierend sein kann für eine junge Generation. Er ist immer bis an die Grenzen gegangen und das auch ziemlich rücksichtslos zu sich selber. Den Nachwuchs hat er immer gefordert. Als Professor an der Kunstakademie war er sehr, sehr streng. Hat sich aber dafür eingesetzt, den Numerus Clausus abzuschaffen und ist dann sogar so weit gegangen, mit seinen Studenten das Sekretariat der Kunstakademie zu besetzen. Und hat dann, letztendlich hat er seinen Job verloren, also ist rausgeflogen. Also er hat hinterher in geheim weiter unterrichtet, aber also inspirierend ist er auf jeden Fall. Der ist ja so ein bisschen, wenn man dann 100-jährigen Geburtstag feiert, so eine Lichtgestalt, ein bisschen verklärt auch. Er hat sich selber auch gerne verklärt. Es gibt auch Kritik daran, dass er sich nie von wirklich stramm nationalsozialistischen Wegbegleitern und Freunden distanziert hat. Zu Recht die Kritik? Dieser Vorwurf muss gemacht werden, denn immer, wenn man Lichtgestalten sieht, dann ist da natürlich auch Schatten. Er selber hat ja auch seine Vergangenheit als Soldat in der Wehrmacht immer sehr verklärt. Es gibt diese Legende, dass er abgeschossen wurde über der Krim, dort von Tataren gepflegt wurde und gerettet wurde. Er hat das alles sehr, sehr verklärt und hat auch nie so richtig dazu Stellung bezogen. Und viele seiner Aussagen, wenn man die jetzt heute hört, klingen die so ein bisschen wie AfD-Wahlsprüche. Also tatsächlich muss man vieles beleuchten. Das wird in diesem Jahr aber auch getan, in verschiedenen Symposien. Dafür sind ja die Ausstellungen hoffentlich auch da. Maike Krüger, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.